In der heutigen Ausgabe geht es um Lufthansa Private Jet und wie ihr damit sogar den Senator erfliegen könnt oder den Horn Circle oder, wenn die Ziele nicht ganz hoch sind, auch den FTL. Bleibt einfach da bis nach der Werbung, hätte ich fast gesagt. Es ist aber nur das Intro. Also bis nach der Intro, dann geht's direkt ins Thema. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen. Ich habe gestern das Thema ja angebracht in meinem Beitrag mit dem Lufthansa Private Jet, den Horn Circle oder Meilen zu erfliegen. Ja, und da habe ich viele Anfragen von euch bekommen. Danke dafür, dass ihr mir auf WhatsApp geschrieben habt. Auf Telegram haben einige geschrieben oder aber auch unter der Kommentarspalte, sowohl auf Facebook oder auch auf YouTube. Auch danke, dass ihr ein Like da gelassen habt. Lasst mir diesmal auch ein Like da oder ein Dislike, wenn ihr es halt nicht mögt. Schreibt aber, warum ihr es nicht mögt und vergesst nicht zu abonnieren. Abonnierbefehl. Also, direkt ins Thema. Lufthansa bietet den Lufthansa Private Jet an. Und dieser Private Jet hat halt viele Vorteile. Der Private Jet ist sehr, sehr flexibel und kann von 1000 Zielen euch dahin bringen, wo ihr hin wollt. Dann sagt ihr jetzt, hey, warum soll ich das machen? Warum soll ich das tun? Dann sage ich euch ganz einfach, weil es eine coole Geschichte ist. Und wenn man genug Leute ist, kann man damit auch relativ günstig fliegen. Ihr habt das ja selber gesehen, was ich da mit dem Flug zum Beispiel von Frankfurt nach Zürich mache. Also, wie geht das? Mit einem Flug den FTL oder mit zwei Flügen den Senator? Ganz, ganz einfach. Ihr bekommt, wenn ihr der Lead Passenger seid, also der Hauptpassagier, bekommt ihr Meilen. Statusmeilen, Honmeilen. Und mit dieser Aktion im Moment sogar doppelte Meilen. Wie sieht es aus, wenn wir nicht das Jahr 2021 haben? Dann ist es einfach so, dass ihr für ein Small Size 10.000 Meilen bekommt und 10.000 Award Miles, 20.000 für ein Midsize oder für ein Large. Und wenn ihr einen dieser berühmten Connecting-Flüge macht, das heißt also, ihr fliegt zu einem Business-Class- oder First-Class-Flug, den ihr mit Lufthansa oder der Swiss habt, von einem sogenannten Hub-Service, dann bekommt ihr 25.000 Meilen. Und es gibt auch jedes Mal Prämienmeilen, nicht nur zu den Horn-Circle oder Statusmeilen, sondern auch Prämienmeilen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber durch die Aktion ist es jetzt verdoppelt. Das heißt also, wenn ihr keinen Status habt, das sind die Zahlen, die ich euch genannt habe, sind das 20.000, 40.000, 50.000 und dann kommt noch der Executive-Bonus von 25% dazu. Ganz genau. Heißt also, wenn ihr 10.000 Meilen normalerweise bekommt, bekommt ihr jetzt 20.000 plus 5.000 aus den 25%, also mindestens 25.000 Meilen. Und das Maximale, was ihr bekommen könnt, sind 62.500 Punkte. Ja, mit einem Schlag 62.500, das ist das verdoppelt, wenn ihr einen Status habt mit Executive Bonus. Jetzt sagt ihr natürlich, hey, warum soll ich das machen? Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten, gerade jetzt in dem Moment, wo die Flüge ausgedünnt sind. Ich selber hätte zum Beispiel 10 Stunden dann in Frankfurt vor mich hin versauern müssen. Und da kann man dann mit dem Privatjet fliegen und kann dann wirklich auch aus anderen Destinationen fliegen. Zum Beispiel aus Flughäfen, wo Lufthansa zum Beispiel gar keine Verbindung anbringt oder aber die Verbindungen von der Zeit her halt nicht optimal sind. Aber auch von kleinen Flughäfen, von Sardinien zum Beispiel, könnt ihr direkt nach Zürich fliegen oder nach Frankfurt. Kostet natürlich Geld. Also solche Sachen. Und es ist ein Partner, den man da beauftragt. Das ist NetJets. NetJets ist der Premium-Partner oder die Marke, wenn es um Private-Jet-Flüge geht. Die haben 700 Flugzeuge weltweit. 700. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel für meine Kunden Private Jets buche, ist NetJets eine sehr, sehr gute Sache, weil wenn mal was ist mit dem Flieger und er kann nicht fliegen, haben die immer Flugzeuge in der Hinterhand, dass also ein Rescue-Flug kommen kann und holt euch ab. Und NetJets hat auch eine Recovery Time, so heißt die Zeit, bis ihr wieder abgeholt wird, von unter einer Stunde im Durchschnitt. Das heißt also, in dem Moment, wo die Crew feststellt, dass euer Flug nicht gehen kann, weil der Flieger irgendwas hat, innerhalb einer Stunde ist ein Ersatzflugzeug da. Und ich habe es auch oft für meine Kunden gehabt, dass dann sogar ein größeres Flugzeug gekommen ist. Also nochmal ein Benefit dazu. Und was ihr auch vielleicht nicht wisst ist, es ist eine 100%ige Tochter von Berkshire Hathaway. Ganz genau, von dem Orakel aus Omaha. Ganz genau. Und er hat halt damals NetJets gekauft, weil er ist mit denen als Kunde geflogen, hat gesagt, coole Geschichte. Und die
Flugkapitäne und die Crews, die da sind, die werden nach Lufthansa-Standard ausgebildet und trainiert und auch mit ihren Lizenzen current gehalten. Das heißt also, sie müssen zweimal in den Simulator. Das ist ein Grund, warum es also so teuer ist. Ihr bekommt, wenn ihr mit dem Flieger fliegt, natürlich auch den gewohnten Service von Lufthansa. Ihr kriegt ein Catering an Bord, einen First-Class-Service, ihr kriegt Limousinentransfer. Und wenn ihr diesen Hub-Service nutzt, dann gibt es eine coole Geschichte. Ihr kommt zwar in die FCT rein, aber es gibt was viel Cooleres. Ihr kommt auch in die VIP-Lounge vom Frankfurter Flughafen rein und werdet von denen dann betreut. Das heißt also, ihr landet in Frankfurt, geht in die VIP-Lounge, geht dadurch die Passkontrolle, wenn ihr müsst, und fliegt dann weiter raus. Das ist doch mal eine coole Geschichte. Und vor allem bis 10 Stunden vor Abflug kann alles organisiert und gemacht werden. Also kein Problem. Es gibt ein dedicated Team dafür. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und ihr fragt euch jetzt natürlich, hey, was kostet der ganze Spaß? Und da kann ich euch sagen, ich hoffe, ihr sitzt. Ich sitze deshalb auch. Das sind zum Beispiel ein Flug von Paris, wenn man nicht unbedingt von Charles de Gaulle fliegt, oder sondern von Orly oder von einem anderen, dann kostet die ganze Bude 8.990 Euro. Gibt aber die Meilen. Ganz wichtig. Und ihr könnt bis zu 6 Passagiere mitnehmen. Das ist eine Phenom 300. Ich werde euch mal ein paar Bilder, ihr wisst ja, auf eine Seite schmeißen, damit ihr mal so seht, wie so ein Flugzeug von innen aussieht. Oder aber von Bratislava nach München. Gibt es ja keinen Flug. Da müsstet ihr zuerst noch nach Wien und dann von Wien aus und so weiter und so fort. So spart ihr auch unheimlich Zeit. Kostet 8.445. Also die Preise sind immer so ungefähr Preise. Oder von London einfach mal wieder zurück. Das kostet etwas mehr. Da seid ihr so bei knapp 16.000 Euro, weil ihr müsst da dann halt auch nochmal Flughafengebühren zahlen. Was halt ganz wichtig ist, ist wirklich diese Short-Time-Availability. Also das heißt, dass ihr wirklich den Flieger jederzeit bekommen könnt. Bis 10 Stunden vor Abflug, glaube ich, ist das so in der Richtung. Und also da muss man halt wirklich bis 24 Stunden vor Abflug kann man das noch ändern. Aber 10 Stunden hat es auch schon mal geklappt. Und ganz wichtig, ey, 62.500 Tonnenmeilen. Wie schnell ist das denn gemacht? Und jetzt mein Fazit dazu. Teurer Spaß. Ich persönlich empfehle das immer nur, wenn man mit Leuten, mit mehreren Leuten fliegt. Und man kann das zum Beispiel auch nutzen von Los Angeles nach Phoenix oder von Los Angeles nach Las Vegas, was eine Stunde Flugzeit ist ungefähr und dann preislich auch irgendwo bei 9.000 liegt. Und wenn du da einfach mal ausrechnest, du kommst in Los Angeles an, hast dann die ganzen Zeiten, wo man noch durch den Zoll muss und so weiter, da hat man ja diese Layover-Zeiten zwischen den Flügen, da ist es mir schon öfters passiert, wenn ich nach Vegas oder nach Phoenix musste, dass ich dann 3-4 Stunden am Flughafen bleiben musste, weil ich nicht den nächsten Flug nehmen konnte, weil mein Gepäck noch nicht da war und so weiter und so fort. Wenn ich das aber mit dem Privatjet mache und wir sind 6 Leute, könnt ihr ja selber ausrechnen, dann ist das ein etwas teurer Business-Class-Flug. Schade ist natürlich, dass es nicht Meilen für jeden gibt als Fazit. Also, wenn ihr euch mit Leuten zusammentut, Qualität haben wollt, ist NetJets oder Lufthansa Privatjet euer Ansprechpartner. Und ihr müsst euch, wenn ihr bei NetJets zwar Kunde seid, mit 25-Stunden-Karte, die kostet 186.000 Euro, abkaufen oder einkaufen. Das sind die sogenannten ehemaligen Marquis-Cards. Und bei Lufthansa müsst ihr das nicht, weil bei Lufthansa könnt ihr euch jedes Mal dafür entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht. Und ihr habt halt nicht das Investment. Fragt mich ganz einfach, wenn ihr zum Thema Privatjet Fragen habt. Ich bin damit täglich fast unterwegs. Also nicht als Fliegender, sondern mit dem Thema. Schade, dass ich nicht damit fliege. Ne? Aber ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und unten unter den Shownotes ganz einfach eure Fragen wieder stellt oder auf Facebook. Also, bis bald zur nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV.